Marius Bär, du hast 8 Monate von der Strassenmusik gelebt. Ja, ich habe acht Monate von Strassenmusik gelebt. Bin eigentlich in der ganzen Schweiz umgezogen, eigentlich in jeder Stadt, und habe dort Strassenmusik gemacht. Das Winterthur war auch gewesen, ist sehr schön Winterthur. Du bist leidenschaftlicher Singer-Songwriter. Was sind die Inhalte deiner Texte und wo holst du die Inspirationen? Meine Inspirationen sind vor allem Melodien selber. Melodien selber, und dass ich mit dem Text und der Melodie, dass das miteinander spielt, das ist für mich mehr prägend als der Text selber. Du machst alles selber bis jetzt, aber du hast auch geplant, mit Marius Bär ein eigenes Album und Konzept auf die Beine zu stellen, wo du dann ab nächstes Jahr mit Band unterwegs bist. Genau, also das Ziel ist jetzt, nachher habe ich Strassenmusik gemacht unter Marius, und jetzt wird es Marius Bär sein, was nachher eigentlich die Band beinhaltet. So wie wir auch im Gurten gespielt haben, um nicht, ja, all den Opener der Sommer. Ja, da werden wir so unser Bestes geben, und jetzt sind dann die Openairs vorbei, die Auftritte. Jetzt haben wir noch, nächste Woche haben wir noch 2-3 Openairs. Und dann ist Mitte September ist fertig, und dann gehen wir üben und geben Vollgas als Marius Bär, als Band. Dieses Jahr hast du jetzt ein paar von den grossen Festivals spielen. Ich habe gemerkt, dass eben die grösste Bühne, die wir jetzt gespielt haben, das ist Stars in Town. Vor etwa 3000 Leuten, glaube ich, 2500-3000 Leute. Und so Bühnen sind halt schon, das ist schon etwas völlig anderes. Völlig anders. Aber es ist schön, die Akustik, je grösser die Bühne ist, desto besser wird es zum Spielen für sich selber. Gibt es da schon eine Ausrichtung für das Album? Wird das etwas gemischt? Ja, mit Englisch angefangen. Und das Englisch liegt mir auch gut. Weil ich habe noch den australischen Pass, bin auch Doppelbürger. Und das Englisch ist eigentlich auch kein Problem. Und es wird etwas gemischt sein, denke ich. Das ist etwas, je nach... Weiss auch nicht. Da werden wir uns noch dann entscheiden. Aber jetzt werde ich mal auf Englisch über, dass wir auch ein bisschen ins Ausland kommen können, wenn es sein müsste. In der heutigen Zeit sind auch Videoclips immer wieder ein Thema. Ja, wir sind immer sehr auf eben Live-Musik konzentriert, und vor allem jetzt bezogen auf meinem Facebook-Account, so um irgendwie an die Leute heranzukommen. Und das hat gut funktioniert. Also es kommen viele Leute einmal hören, wenn ich irgendwo spiele. Das freut mich einmal super. Was ich eben vernachlässige, das ist wirklich YouTube ein bisschen. Aber das ist jetzt im Kommen. Jetzt machen wir ein bisschen mehr Video-Sessions. Ich kenne ein paar Junge, die gerne filmen, die wollen filmen, die voll dahinter stehen. Es ist schon wichtig heutzutage. Also wirklich, YouTube-Videos ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Für interessierte Leute, wo findet man Marius Bär, die Informationen von dir? Am besten auf der Facebook-Seite, wenn ihr Facebook kennt. Marius Bär einfach eingeben. Und Instagram ist auch marius.bär. Eine Webseite haben wir auch, www.mariusbär.ch.